Hallo und herzlich willkommen bei The Knife Pub. Heute mit einem für mich ganz besonderen Video, denn heute schaue ich mir zum ersten Mal ein Messer an, das nicht aus meiner, sondern ja, aus einer von euren Sammlungen kommt. Ein Messer, das mir ein Abonnent zur Verfügung gestellt hat, noch bevor er es das erste Mal ausgepackt und benutzt hat, wofür ich natürlich sehr, sehr dankbar bin. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Wie ihr schon entdeckt habt, geht es um ein Modell von Amare Knives. Diese Box sehr, sehr schön. Und natürlich auch mit dem Motto der Firma, There is space outside the box, was ich immer sehr, ja, schön finde. Und ja, hier sieht man schon Pocket Peak Fixed Blade in Satin. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Hier nochmal sehr schön eingepackt, hier in dieses schöne kleine Papier. Das heben wir uns mal ganz kurz auf. Hier haben wir die Beschreibung und ja, die Betriebsanleitung, hätte ich fast gesagt. Ein Tech-Log sehen wir schon. Sehr gut. Und jetzt schauen wir hier mal in dieses schöne kleine Papier. Und da ist es schon. Wie gesagt, das Pocket Peak Fixed, das ist ein Design von Uli Hennecke oder Ulrich Hennecke, der Gründer, Mitbegründer, ja, Gründer kann man schon sagen von Amare Knives. Ein Deutscher, der in Kooperation mit Real Steel Messer produziert und der macht, finde ich, immer sehr anspruchsvolle Designs. Und ich habe mir tatsächlich noch gar keines davon zugelegt und bin deshalb umso glücklicher, dass einer von euch mir das zur Verfügung gestellt hat. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Hier direkt auffällig dieser Griff in ja, einer Carbon-Optik, hätte ich fast gesagt. Das ist eine Mischung aus G10 und Carbon-Laminat. Sieht sehr schön aus. Die Ecken. Ja, die sind noch, tatsächlich noch gut spürbar, also schon abgerundet, keine allzu schlimmen Hotspots, aber man merkt schon, dass das noch Ecken und Kanten hat. Ist mal ein bisschen was anderes. Eine sehr auffällige Form, eine sehr schöne Form, muss ich sagen. Und was uns natürlich hier direkt ins Auge springt, bei diesem Fixed Blade Full Tang, also durchgehend hier alles verarbeitet, keine Unterbrechung. Die einzigen Unterbrechungen, die wir haben, sind hier diese zwei kleinen Stanzlöcher, sage ich mal, die die Griffschalen dann am Platz halten. Und wir sehen direkt, das ist kein allzu kleines Messer. Der Griff hat hier 12,1 cm Länge und die Klinge dazu obendrauf nochmal 10 cm dazu. Also das für den Namen Pocket Fixed, ja, Pocket Peak Fixed, das sehe ich jetzt noch nicht unbedingt in meiner Hosentasche verschwinden, aber einfach unheimlich schlank und damit auch wirklich sehr, sehr edel. Das könnte man Herren- oder Gentleman-Messer nennen, wenn man das möchte, mit Goodwill auf jeden Fall. Das ist natürlich schön. Das ist sehr, sehr schlicht, sehr geradlinig. Ihr seht's, das gefällt mir ziemlich gut. Wir schauen uns hier gerade mal einmal das Jimping an. Das wandert hier unten sehr, sehr weit nach vorne und oben auf dem Klingenrücken auch nochmal eine ordentliche Portion, bevor es hier abfällt. Das ist an der Stelle, wo man es gebrauchen kann. Also da kann man wirklich einen schönen Grip hinkriegen und ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Ja, hier bei meiner Medium bis Large Sized Hand, da guckt sogar noch ein Teil des Griffes unten raus. Also wir haben hier wirklich massig Platz am Griff, um den zu wählen, wie man den möchte. Ich kann hier schön nach hinten gehen, mir das Messer hier in meinen Handballen legen, mit meinem Zeigefinger das Jimping erreichen. Ist ein funktionales Design und sowas. Und sowas macht mir natürlich immer besonders Spaß. Die Klinge selbst, die hatte ich ja schon erwähnt, ist 10 cm lang und die ist aus Sandvik 14C28N Stahl. Das ist natürlich ein Stahl, der viele Vorteile mit sich bringt. Zum einen ist er rostfrei, zum anderen sehr scharf und auch leicht nachzuschärfen. Das ist ein Stahl, der wird wirklich oft für Jagd- oder Küchenmesser verwendet. Also das ist so das Spezialgebiet dieses Stahls. Wir schauen hier mal, in dem Licht kann man es halbwegs gut sehen. Das ist zwar die Satin-Version, aber die Klinge hat dann doch so eine ganz leichte Mattierung abbekommen. Nichts Störendes oder Auffälliges. Ich finde es ziemlich schön. Ja, und wir schauen uns das Ganze hier mal an. Wir haben hier das Firmenlogo Amare Knives. Und auf der Rückseite haben wir es gerade schon gesehen. Einmal noch den Namen Pocket Peak und die Stahlsorte. Sehr aufgeräumt. Finde ich sehr schön. Auch bei so einer. Bei so einem schlichten Design, bei so einem geradlinigen Messer, da wären zu viele Informationen auf der Klinge für mich wieder ein Downer gewesen. Also ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Der Grund dafür, dass mein Abonnent das Messer zu diesem Zeitpunkt gekauft hat, ist die Tatsache, dass es aktuell im Angebot ist. Jetzt gerade, wo ich dieses Video mache und hochlade, kostet es bei Knives and Tools, habe ich geschaut, 39,95.
Da wird angegeben anstelle von 69,95. Also doch ein sehr, sehr guter Preis. Jetzt mal vorausgesetzt, dass diese Angaben nicht im Sinne von Black Friday irgendwie vorher verändert wurden. Ja, ihr wisst ja, ihr kennt ja das Spiel, ne? Trotzdem finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, 40 Euro für so ein schönes Design, für so ein geradliniges, schönes Messer nicht zu viel verlangt. Vor allem mit dem Stahl, der ist echt in Ordnung, wirklich brauchbar. Wir gucken hier nochmal ganz kurz auf die Klingenstärke. Die ist hier an der breitesten Stelle 3 mm. Also das ist ein Messer, das kann man bedenkenlos mit nach draußen nehmen zum Arbeiten. Bei dieser Klingenlänge kann es sich natürlich sehr, sehr gut, wie auch vom Stahl schon vordiktiert, hätte ich fast gesagt, für einen Camp Knife eignen. Hat natürlich hier keinen allzu großen Bauch, also was die Schnittfestigkeit angeht, mache ich mir gar keine Sorgen. Die Frage ist, ob man Lust hat, damit den ganzen Abend in der Camp- oder Feldküche zu schnibbeln. Aber das kann ja dann jeder selbst für sich entscheiden. Mitgeliefert haben wir gerade schon gesehen, wird diese schöne Kydex-Scheide, die ist sehr, sehr leicht. Man hat Kydex ja auch manchmal in etwas klobigerer Form, aber die, muss ich sagen, die fühlt sich wirklich super an und die bringt kein nennenswertes Mehrgewicht zu diesem Messer dazu. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz an, wie das Stück darin sitzt. Ja, bombenfest, ich habe nichts anderes erwartet und wie man hört, hört man absolut nichts. Das sitzt fest, das sitzt gut, das hat einen guten Detent. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das für mich kommt es ein Tick zu einfach raus. Da werde ich mich auf jeden Fall mal kundig halten, wie sich das über die Zeit macht, ob das irgendwie einen Verlust gibt im Sinne von, man muss sich Sorgen machen, dass es schnell rausfällt. Angegeben, und dafür sind natürlich diese beiden Bohrungen auch da, ist natürlich auch, dass man Neckknife Carry machen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so wenig Probleme habe, das Messer hier rauszuziehen, dann weiß ich nicht, ob das so eine gute Empfehlung ist. Aber wie gesagt, das ist nur der erste Eindruck. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Passend zur Kydex Scheide wird hier dieses Tech-Lock mitgeliefert. Das ist natürlich immer ganz praktisch, wenn man ja ein bisschen unentschlossen ist vielleicht, wie man das Messer befestigen möchte. Hier hat man auf jeden Fall die Wahl, das am Gürtel oder auch am Rucksack festzumachen. Ist hier verstellbar in der Breite. Ja, ein Tech-Lock ist ja ganz generell erstmal einigen von euch sicher schon geläufig. Ich freue mich, dass ich mir mal ein Messer angucken durfte hier für den Kanal, das nicht aus meiner Sammlung stammt. Und das soll euch natürlich auch zeigen, dass das was ist, worüber ich mich sehr freue. Wenn ihr Messer habt, von denen ihr sagt, okay, die möchte ich da mal sehen in dem Format, dann immer her damit. Das ist gar kein Problem. Kontaktiert mich einfach und wir finden sicher eine Lösung, egal wo ihr herkommt, dass wir das hinkriegen. Ich bin, ja, ein bisschen stolz auch auf den Abonnenten, weil das eins seiner ersten selbstgekauften Messer ist. Ich glaube auch ein bisschen Einfluss genommen zu haben, wo er es kauft und zu welchem Zeitpunkt. Und ich freue mich einfach, dass es so was Schönes ist. Und ich bin gespannt, ob das sein letztes bleibt. Ich denke nämlich nicht. In dem Sinne danke ich euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei The Knife Pub. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.